Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich sitze hier mit Anne von der Jungen Presse und wir fahren sofort nach Berlin zum New Summer Festival. Wir sind jetzt schon am Bahnhof Berlin Messe Süd und wir dürfen sofort mit den Pressesprechern der Berliner Messe sprechen und sie zeigen uns ein bisschen das New Summer Festival. Hey Leute, ich bin jetzt bei der U. Wir haben hier unseren eigenen kleinen Raum. Genau, da sitzen wir im Team und besprechen die Themen, worüber wir schreiben werden. Und ich zeige euch einmal jetzt ein bisschen. Hier wird morgen Unique sein. So, ich filme euch da mal ganz kurz rein. Genau, hier könnt ihr Sachen besprechen und was sie sonst noch so vorhaben. Und ich nehme euch mal mit nach draußen. Da vorne zum Beispiel ist echt ein cooler Wasserpark. Und da hinten kann man sogar noch Beachvolleyball spielen. Hier ist übrigens die Summer Stage. Und da werden ab morgen, also ab Freitag, ganz viele Künstler auftreten. Und ich bin echt So, ich laufe jetzt in eine Halle rein. Hier draußen wird noch aufgebaut. Wir haben ja einen Tag noch vor der Messe. Es ist noch einiges zu tun. Hier fand am Samstag und am Sonntag die Street Dance Meisterschaft Berlin statt. So, das war jetzt ein Teil der Halle. Und jetzt geht's in Halle 18 und da wartet noch mehr Spannendes auf euch. Ich bin mal ganz gespannt, wie das morgen aussieht, denn morgen wird das bestimmt auch. So, da ich euch natürlich nicht alles zeigen kann, mache ich mich jetzt wieder auf den Rückweg und ich bin mal gespannt, wie das morgen aussieht, wenn die ganzen Besucher da sind und die Halle auf jeden Fall nicht mehr so leer ist und wenn alles aufgebaut ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon, weil es wird bestimmt echt ein cooler Tag. Die U wurde am Freitag mit einer Abseilaktion durch die GSG 9, der Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei, eröffnet. Nach dieser strömten die Besucher auf das Gelände. Am Samstag kam es auf dem Gelände zu einer Fridays for Future Demo. Jetzt habe ich schon einiges gesehen. Ich habe das mal hier eingeblendet gehabt. Ich hoffe, euch haben die Videos, die kleinen Ausschnitte so gefallen. Also es ist ja schon sehr viel los auf der U. Und ja, ihr könnt mir schreiben, ob ihr vielleicht auch auf der U wart. Kann ja sein. Wie ihr sie fandet, was ihr gut oder schlecht fandet. Oder was ihr auch euch anders gewünscht hättet. Ich blende euch gleich noch ein paar Videos ein. Und ich hoffe, euch gefällt mein Video. Am Stand der Polizei konnten die Besucher klettern und zuschauen, was zum Job der Polizei dazugehört. Wichtig ist nicht nur der Angriff, sondern auch die Verteidigung, das heißt das Blocken oder Ausweichen von Schlägen. In einer anderen Halle konnte man sich an der Beauty Bars teilen lassen. Wir sind jetzt auf dem Rückweg von der U. Mir hat es sehr gefallen, unsere Berichte, die wir dort geschrieben haben über die U, könnt ihr auf dem Youth Mag lesen. Den verlinke ich in der Infobox und jetzt geht's Richtung Heimat.
Hey Leute, ich bin schon wieder zu Hause angekommen. Die 3-4 Tage in Berlin waren echt schön. Es war anstrengend, aber auch sehr produktiv. Unsere Beiträge könnt ihr gerne, wie gesagt, auf der Seite usemag.de lesen. Es ist alles in der Infobox verlinkt. Mich würde es echt freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ihr könnt mir gerne sagen, wie euch das Video gefallen hat. Ich habe echt sehr viel Zeit und Arbeit investiert und ich hoffe, es kommt auch gut bei euch an. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und hier kommt ihr noch zu meinen letzten 4 Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr da nochmal vorbeischaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!